Hallo, was wollen wir heute malen? Es ist Frühling, die Magnolien beginnen schon zu blühen. Ich sehe draußen die ersten Bäume. Also wollen wir heute mal Magnolien malen. Was brauchen wir dafür? Ein Aquarellblock oder normales Papier, DIN A4. So in der Richtung. Ein Bleistift. So. Ein Bleistift, um die Vorzeichnung zu machen. Buntstifte. Und eine Vorlage. Ich beginne mit dem Bleistift die Vorlage abzumalen. Dazu benutze ich den Bleistift, um die Maße ein bisschen in den Griff zu kriegen. Also so hoch wird das. So breit. Sind die Blüten, es sind zwei Blüten. Und also vorne ist da noch eine kleine Blüte. So, und ein Stiel geht da noch durch. Den male ich dann hinterher. Ja, jetzt beginne ich mal mit der einen Blüte. Die hat ein großes Blatt hier. Eines da. Eines im Vordergrund. Hier guckt noch eines raus. Drüben. Die haben so eine spezielle Form, etwas spitz. So. Die zweite Blüte ist hinten dran, etwas versteckt. Hinter der ersten. Schöne runde Form. So ganz genau kommt das nicht drauf an. Das ist die zweite Blüte. Jetzt haben die noch Ansatz, die hier auch. Okay, das ist schon mal ganz schön. Da sind die Äste. Na, das ist ein Ast, ne? Länger. Hier kommt noch ein Ast hin. Hier haben wir gesagt, hier. Mit ein paar Knospen dran.
Wir brauchen nicht so deutlich sein, das ist ja alles. Wir sind ja der Künstler, wir machen das, wie wir wollen. Hier die kleine Blüte, haben wir gesagt. So, die kommt auch, die hängt auch an so einem Ästchen dran. Bisschen eckig, ja. Da guckt noch was vor. Geht hier rein. Ja. Das mag genügen. Das reicht uns, ne? Da kommt vielleicht noch was vor. So. Nun nehmen wir unsere Farbstifte. Magnolie ist rosa. Rosaton habe ich nicht da. Dann nehme ich Weiß auf Weiß geht schlecht. Nehme ich mir ein Rot. Braun ist mit dabei. Braun, dann nehme ich mal die beiden hier. Das ist für die Äste. Bisschen grün, ja sowas. Das habe ich hier vergessen. Das Grün, das machen wir einfach hier hin. Ich verkneife mir jetzt mit dem Radiergummi da zu arbeiten. Das ist okay, das geht so alles klar. Das ist so ein Blatt. Das kommt damit drauf. Das Blatt ist grün. Also male ich das mal so. Bisschen braun. Auch ein bisschen braun. Ich kann hier schraffieren. Ja, wenn ich schraffiere, dann das gibt es so kleine Striche, und wenn ich kreuz und quer gehe, dann wird die Fläche deutlicher. Das ist alles braun. So, hier die Ansätze sind auch etwas braun. Die Ansätze der Blüten. Ah, vielleicht mache ich die mal ein bisschen dunkler braun. Ihr seht hier gut die Schraffierung. So, und jetzt gehen wir vorsichtig mit dem Rosa hier dran. Denn ich habe hier kein Rosa, also nur so ganz zart. Und etwas in Richtung des Wachstums der Blüten. Dann wird es realistischer. Ja, ich kann mit dem Finger noch ein bisschen das wegnehmen. Hier. Hier gehen wir rüber. Da rein. Hier ein bisschen dran. Rosa. Schön mit dem Finger vermischen. Jetzt habe ich ein bisschen Bleistift erwischt. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Aber das macht alles nichts. Die da hinten ist etwas heller. Bin ich
Ich mache das ganz zart. Kleine Knospe ist etwas wohlsiger. Also mache ich sie etwas stärker rötlich. Hier fehlt mir noch braun. Vielleicht ein bisschen grün, das ist jetzt hier zwar nicht so sichtbar. Ja, gut. Und unsere Magnolie ist schon fertig. Da hinten ist noch was Grünes, sehe ich. Ja, so eine kleine Grüne, die kann ich andeuten. Mal die jetzt gar nicht so ausführlich. Das ist sowas wie das hier. So, und damit ist unsere Magnolie fertig. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.